Versuch Nummer 2. Ah, gerade eben schon versucht, einmal aufzunehmen. Übrigens selber Kollege, nur der im Gegnerteam ist einer weniger. So, jetzt mal gucken, ob die Verbindung jetzt auch steht. Gerade eben bin ich zweimal ausgeflogen und dann war es ein Teil. Mal gucken, ob wir jetzt drin bleiben dürfen. Fände ich ja sehr spannend, ein Spiel auch zu spielen. Der Tilt ist schon, ey, es ist noch nicht mal 8 Uhr, ne? Und mein Tilt-Barometer ist schon hier oben. Ah, Mastermind, danke. Wir haben Butcher, wir haben Priestess, wir haben Mudman, dann brauchen wir die Gate Guard nicht. Wir haben Magic Damage, Swift Armor haben wir vorne keiner. Wir haben aber Natural und Fortified, wir haben keinen Arcane Frontliner. Keinen Arcane Frontliner. Da würde ich doch Disciple mit Harpien ist gar nicht mal bad. Nehme ich die beiden raus und noch die Disciple und die Fire Lord mit. Magic, Pierce, Magic, Impact, Impact, Pierce. Swift Frontliner. Natural Mitte. Fortified. Swift und Fortified muss reichen. Gegen Magic bin ich dann halt schlecht aufgestellt, aber gegen Magic habe ich genug Schaden. Lassen wir so. Dann machen wir einen. Hallo? Bitte nicht wegfliegen. So. Der Mudman kommt ja hier vorne hin, dann kommt die Priestess. Hier kommt irgendwas hin. Hier die Butcher, hier die Priestess. Hi. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ne, wir machen das so. Wir schicken auf Pescador. Pescador. Pescador ist ein Gral. Nein, Pibro, it only damaged you. Ja, hat er recht. Warum auch immer. Ja. Ich gehe die Turtle jetzt, aber ich glaube, ich schaffe die nicht. Hier kommt eine HP. Ne, da kommt ja noch ein Disciple dazu, deswegen die HP hier hin und noch ein Worker. Frage: Schaffen wir mit 4 Workern jetzt noch die Dragon Turtle? Ne, schaffe ich nicht. Und wir kriegen einen Lizard. Und er ist die Bank gegangen direkt. Okay. Okay. Sure. Sure, mate. Die HP erklärt das, ne? Ja. Den Lizard, ne? Ja. Ah, sorry, Mate. Lass ich den Lizard durch. Das war keine Absicht. So, gegen 4 brauche ich jetzt einen Butcher. Das heißt, ich kann jetzt keine Worker gehen. Bin aber auch schon auf 4 Worker, auf 5 Worker, ne? So, 22 Gold. Die 3 haben wir so, weil er hat ja gerade eben den Lizard geschickt. Sein Mate saved. Dann gehen wir nach dem Butcher. Gehen wir gleich, also gleich gehen wir dem Butcher gegen. Ich hoffe, ich nehme noch auf, ne? Ich nehme noch auf, ja, besser. Puh! Der 20er Resend. Sollte eigentlich kein Problem sein. Priestess ist ziemlich tanky. Und die HP macht ja auch guten Schaden. So, das haben wir. Damit ich jetzt den Butcher schaffe, darf ich ja keinen Worker geben. Jetzt saven wir auf 6. Ich
könnte jetzt in Worker gehen, aber schafft dann halt den Butcher nicht gegen 4, ne? So, jetzt haben wir wieder die Value. 375. Gegen 6 gehe ich dann, glaube ich, gehe ich dann einfach ein Mudman vor dem Butcher. Alter, Meerschweinchen! Beruhigt euch! Fang schon wieder an, um so zu sortieren. Oh, der schafft ihn. Wollt ihr nicht auf 4 senden? Er schickt auf den hier. Er schickt jetzt auf 5. Okay, das ist interessant. Warum schickt er auf 5 gegen Honeyflower? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Naja, Challenger. Challenger will teach me. Ja, den Mudman sollten wir schaffen. Gehen wir hier hin. Hier den Mudman. Der braucht keinen Butcher-Buff. Macht eh kaum Schaden. Und dann müssten wir jetzt, wenn ich jetzt gleich die Brute schon schicke, den zweiten Mudman. Oder eine Sky Queen. Ne, zweite, eine Sky Queen schaffe ich nicht. Aber er schickt jetzt, das heißt, ich kann Worker gehen. Sechsten Worker schon mal. So. Aber wie ihr seht, werden die alle einzeln nacheinander gefokust. Das ist gegen Wave 6 gar nicht so gut. Und ich komme auf 100 noch was, aber nicht. Ja, wisst ihr was? Ich gehe noch einen Worker und gebe 2 Harpien. So, gehen wir noch hier 2 Harpien. Den da hinten geben wir später den Starcaller. Starcaller bringt jetzt was bei den Harpien, dann kriegen die mehr Mana, während die sich bewegen, beziehungsweise kriegen pro Autotech als Sky Queen dann nicht mehr 1 Mana, sondern 1,2. Und jetzt sollten wir die zweite Brut auch noch schaffen. Und wenn er nicht splittet, dann müsste er ziemlich hart liegen. Und er hat seinen nicht geleakt, ne? Ne, hat er nicht. Ich habe den Lizard einmal durchgelassen und er hat nicht gesplittet, hat eine Sky Queen. Das heißt, er kriegt jetzt richtig hart auf den Sack. Jetzt geht der Damage direkt hoch auf bis zu 80 von kurzem. Ja, das liegt ja. Das liegt ja ziemlich hart. Und er ist saved. 63% lieb. Das ist ein guter Lieb, würde ich sagen. So, 170. Gegen Magic Damage gehe ich einfach eine zweite Priestress. Das wird sogar King Damage. Na, hat die Brute bekommen, schade. Very nice job, mate. Send a mole on 8. Sure to do. Dann geben wir jetzt erstmal die zweite Priestress. Die setzen wir ein bisschen in den Split. Setzen wir hier so hin. Die soll nämlich möglichst vor den Harpien tanken. Und weil die eine höhere Range hat als die Harpien, muss ich die so weit nach vorne platzieren. So, dann gehen wir, wie er sagt, die Mole auf 8. Gucken wir nochmal gleich warum. Banana Bank. Warte, auf 8 eine Mole? Warum soll ich auf 8 eine Mole schicken? Sure. Mole on 8, not 9. Jetzt seht ihr, die Priestess sind jetzt perfekt so ein kleinen Digit, also einen kleinen Pixel vor den Harpien und tanken. Das heißt, ich kann jetzt gleich eine Sky Queen gehen. Und ich schaffe keinen Worker mit der Sky Queen. Ja,
ist schon auf 10 Workern. So, jetzt gehen wir die Sky Queen hier. Und er antwortet nicht. Das mit der Mole wird sehr knapp. 15 mal 0,0.7 gleich 10. Das schaffe ich. Okay, er meinte echt die Mole auf 8? Aber warum? Warum sollte ich die Mole auf 8 auf eine Bank schicken? Macht das Sinn? Ha. Ja, wir werden es wissen, ne? Und jetzt haben wir leider das Problem, dass die... Nein, die Priestess wird gefokust. Oh, Gott sei Dank kann ich Worker gehen. Easy. Ja, die Sky Queen tankt, die Priestess hat lang genug getankt, dass die Priestess sich hochgesteckt hat. Die Priestess hat lang genug getankt, dass die Sky Queen sich hochgesteckt hat. So. Again, why did this shit? Das verstehe ich halt echt nicht. Ich verstehe, also gegen 9 gehen wir dann hier nach dem Mudman für den Split. Für den kleinen Split, ne? Gegen 10 geben wir dann noch eine zweite Sky Queen, das heißt, wir können jetzt noch einen Worker geben. Because all he deals his damage on early is Reflect. Oh, okay. Der Reflect Damage von der Bank ist doch ziemlich hoch. 25. 5 reduziert sind immer noch 20. Ah, dann wäre der Mole auf 9 noch viel besser. Weil da ist nochmal das. Trust me, I saw it work like 50 times. So, die Saven, die könnten auf 10 gehen. So, Headchef schaffen wir nicht. Aber wir gehen auf einen Mudman Harden, eine Sky Queen und nochmal 2 Harpien. Ich auf 10 bei Bank. Ich gehe auf 11 mit Overwork. Ja. Dann gehe ich gleich Double Dino schon mal, dann kriege ich schon mal gutes Income, dann gehe ich Overwork und schaffe dann noch den Supply. Dann noch eine Maul schaffe, wäre das natürlich ziemlich geil. Er liegt seinen nicht. Overwork. So, wir haben 285. Was machen wir mit 285 Gold? Ein Golem. Upgrade Supplier und gehen Golem. Und den harden wir jetzt. 4.900 Leben sollte ausreichen. Sind aber dort trotzdem andere Wege, ne? Hm. Safety Mode schaffe ich dann doch nicht. Dann spare ich jetzt. Macht ja keinen Sinn, jetzt nochmal Nachdruck mit einer Lizard. Der Lizard wird den Unterschied nicht machen. 160, ja, ist okay. So, bei der Ranged Wave ist es jetzt halt das Problem, dass die Sky Queens natürlich davor laufen. Und gleich natürlich gefokust werden. Aber der Golem hat das, deswegen gehe ich Worker. Auf Wave 12 bin ich gut. Vor allem jetzt Wave 11 lohnt sich noch.
mit Overwork. Wäre natürlich geil, wenn zumindest irgendjemand leaken würde. Er leakt nicht, er hat Sky Queens. Und er braucht richtig lange, das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Geht da noch ein Worker? Nee. So, und jetzt resten die. Das ist natürlich bad. Da gehen wir Harden. Auf dem. Und was machen wir gegen 13? Gegen 13 eine Disciple. Ich spare jetzt einfach Geld. Ich mache gar nichts. Dann leak ich. Eine Harpier. Nee, ich leak nicht. Glaube ich nicht. Wenn erst jetzt kommt der Resend, dann leak ich eventuell, aber sonst leak ich nicht. Der ist Hero gegangen. Da gehe ich in Voreis. Schaffe ich ihn Voreis? Kann die Harpien tanken. Die Skypen können hinten schön detecten. Ja, passt. So, jetzt sind die wieder normal. Dann gehe ich jetzt schon mal die Disciple hier hinten und gegen 14, gegen 3, also die sind jetzt erst 13, ne? 257. Noch eine Priestress. Hier vorne. Schaffe ich den Starcaller? Immer noch? Ah, der geht auf 14. Okay. Frage ist, will ich jetzt den Starcaller gehen oder will ich den zweiten Golem gehen? Oder vielleicht sogar eine Azaria. Ja, meiner liegt. Jetzt die Sky Queen noch raus, bitte. Warum fokussiert ihr auf einmal das Voreis? Ich lieg auch. 33%. Ich bin noch undervalued. Nicht gut. Schicke ich nochmal die Safety Mall. Jetzt auf 14. Vielleicht schaffe ich ja noch den Hermit. Aber es hält ja nicht, ne? Alpha Mail und Lanis. Ne, die machen Pierce Damage, das hält er nicht. Wobei hält er? Er hält auch nicht, ne? Leviathan ist jetzt down. Wie viel Damage Reduction hat die? 28. Nice. Das ist viel Damage Reduction. Dann gehen wir jetzt. Ich könnte einen Starcaller gehen, aber der ist auf 14 halt gar nicht mal so gut, ne? So, 240. Das wäre. Also, ich gehe definitiv Harden. Aber gehe ich jetzt eine Syria? Dann habe ich 100 Gold übrig. Das macht keinen Sinn. Wenn ich einen Starcaller gehe, habe ich auch 100 Gold übrig. Gehe ich einen Golem, kann ich noch eine Sky Queen gehen. Dann gehe ich noch Harden. So. Bin 200 undervalue. Er ist auch undervalue. Und noch eine Brut. Weil es so schön ist. 300, das sind Eier. Ja, die Golems kriegen ganz schön auf den Sack. Obwohl die geharden sind. Eieiei. Sieht nicht gut aus. Und die Safety Mall macht einen guten Job gegen die Sky Queens. Die Priestess. Ganz schön böse. Ja, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was raus. Die liegen schon mal zuerst. Und er wird auch nicht halten. Und die Gegner liegen mehr. GG! 21 Units ist vorbei. Alter, was ist denn mit der Maus los, meine?
Meine Maus bleibt die ganze Zeit hinten am... Ich habe eine Maus mit Kabel, ne? Also bleibt die ganze Zeit hinten am... Wo sie den Tisch runtergeht, bleibt sie die ganze Zeit hängen. Ist das GG? Ja, das ist GG. Gut. Freut mich. Gutes Game. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.